Shokugeki no Sanji ist ein Special-Manga, den der Erfinder des Erfolgsmangas Shokugeki no Soma Jun Saiki zum 21-jährigen Jubiläum von One Piece zeichnete. Wie in der Originalserie geht es hierbei natürlich ums Essen und Kochen. Die weltbekannte Restaurantkritikerin Franka Rosin, Savarin, welche unter dem Namen Sea Crossing Tang bekannt ist aufgrund ihrer harten Kritiken, besucht das Barati, um es zu bewerten. Das erste Essen, welches ihr serviert wird, wird von ihr probiert und gnadenlos auseinandergenommen. Sie möchte dem Barati eine vernichtende Kritik einbringen, doch Sanji, welchen sie zuerst für einen Kellner hielt, kann dies natürlich nicht auf sich sitzen lassen. So schlägt er ihr vor, wenn er ihr ein Essen zubereitet, welches ihren Geschmack trifft, wird sie alles andere, was sich auf dem Tisch befindet, fertig essen. Savarin stimmt diesen Kampf zu und so bereitet Sanji ein extrem kompliziertes Mahl zu. Doch wie es ausgeht, verrate ich euch hier an der Stelle mal nicht. Lest es besser selbst. Der One-Shot-Manga ist wirklich echt super. Er spielt kurz vor der eigentlichen One Piece Storyline und kann so als Prequel angesehen werden. Die Zeichnung im Stile von Shokugeki no Soma ist wie immer wunderschön anzusehen. Und auch die Story und die Charaktere treffen 1:1 die Originale. Für alle Fans von Shokugeki no Soma oder One Piece eine Pflichtlektüre. Ich hoffe, dieses kurze Review hat euch genug Appetit gemacht. Wenn ja, zeigt's mir mit einem Daumen nach oben und einem Klick auf den Abo-Button. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.